Fintech als solches, die Branche hat sich schon sehr, sehr stark entwickelt und es sind einfach sehr viele neue Player in den letzten Jahren entstanden. Dass die Banken einfach merken, dass da kleine Player kommen und ihnen quasi Umsatz wegnehmen und Gewinne wegnehmen. Und an allen möglichen Stellen werden sie angegriffen von Unternehmen, wie wir das sind. Und Dinge, die Unternehmen, die eben ähnliche Dinge machen oder eben Teile der Lösungen abbilden, die klassisch von Banken gemacht worden sind. Ich glaube, was sich ändert, und da ist eben auch das Smartphone. Wir sind es gewohnt, viele Dinge mit dem Smartphone zu machen und es wird noch viel extremer werden. Und Banking ist ja auch schon was, was wir auf dem Smartphone anfangen wollen zu machen. Natürlich noch nicht alle, aber es fängt an. Es fängt ja immer mit irgendwem an. Es gibt immer Leute, die irgendwas beginnen und dann setzt sich das irgendwann in der breiten Masse durch. Und ich glaube, was in der Zukunft passieren wird, ist, dass das Thema Banking, also die Nutzung von Bankdienstleistungen, von dem klassischen Bankthema trennen wird. Also das, was früher eben alles eins war, man ist zu seiner Bank gegangen, um eine Überweisung zu tun. Ich glaube, dazu braucht man die Bank bald nicht mehr. Und vor allem, was ja im Moment gerade passiert, das ist ja, ich sag mal, das Erdbeben, was durch die Bankenbranche geht, das ist PSD2, das wissen die meisten Menschen gar nicht, was das ist. Also im Prinzip werden die Banken jetzt gezwungen, ihre Schnittstellen zu öffnen und Drittanbietern die Möglichkeit zu geben, Dienstleistungen am Konto zu erbringen. Wenn diese Dienstleister entsprechend reguliert sind. Hört sich jetzt komisch an, aber theoretisch ist es jetzt bald möglich, dass überall nochmal Firmen entstehen, die zum Beispiel darüber informieren, dass komische Abbuchungen auf dem Konto sind, die irgendwelche Dienste rund um das Konto bringen. Und das ist etwas, was schon sehr interessant ist, weil ich glaube, das wird die Rolle der Banken sehr, sehr, sehr stark verändern. Und es ist die Frage, was wird aus den Banken? RatePay ist ein BaFin-lizenziertes Unternehmen. Wir sind Finanzinstitut nach ZAG seit November letzten Jahres. Und der Weg dahin, der war ganz schön schwierig. Also zum einen, ich glaube, die Schwierigkeit ist im Bereich Finanztechnologie, stößt man sehr häufig, man hat tolle Ideen, aber man merkt sehr schnell, dass oft vieles gar nicht erlaubt ist, nicht möglich ist. Oder man stößt an Grenzen und weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Ich glaube, das ist vielleicht sogar die größte Schwierigkeit, dass es oft auch Gesetze in Deutschland gibt, im Datenschutz oder auch diese ganzen Regularien, die da kommen, ist es sehr schwer, die zu interpretieren und auch für sich selbst die zu verstehen. Man braucht Juristen, die sagen einem etwas. Kleiner Exkurs, Anfangszeit RatePay, wir hatten ein juristisches Gutachten, das uns besagte, wir brauchen keine Lizenz, wir haben das so verstanden, wir fingen an und dann kam natürlich die BaFin und sagt irgendwann, nee, ihr braucht eine Lizenz. Und das ist einfach so Dinge, es ist sehr schwierig, das zu verstehen, ich glaube auch für Gründer, für neue Ideen, da überhaupt loszulegen und wirklich etwas zu tun. Und wenn man dann zum Beispiel auch anguckt, die großen Erfolgsgeschichten in Deutschland, es gibt einige sehr schon große Startups, die spielen sich aber häufig, also vor allem, also wenn es jetzt nicht Handel ist, sondern ich sag mal Finanzdienste wie zum Beispiel Creditech, die sehr stark am Wachsen sind, die ja auch sehr viel Finanzierung bekommen haben, deren Hauptgeschäft ist das Ausland, es ist nicht in Deutschland. Und ich will jetzt mal nicht, aber meine Mutmaßung ist, es ist vor allem deshalb, weil in Deutschland der Datenschutz und die Gesetze oft nicht zu dem passen, was man da macht. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn man so sieht, was in China passiert zum Beispiel mit Alibaba und was überhaupt in diesem ganzen Ökosystem dort entsteht. Da gibt es einfach diese ganze Regulierung gar nicht. Und dadurch ist natürlich auch sehr viel mehr Innovation möglich. Jetzt kann man wieder die moralische Frage stellen, ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht beantworten. Auf der einen Seite wünsche ich mir natürlich auch Regulierung für meine Person, Datenschutz für meine Person. Auf der anderen Seite wünsche ich mir aber auch, für Deutschland nach vorne zu kommen, ja, und auch mitzuspielen und nicht irgendwo hinten irgendwo anzustehen, weil ich mich überreguliert habe und weil ich den Datenschutz sehr, sehr streng betrachte und andere Länder tun das gar nicht. Und da frage ich mich manchmal, was da das Richtige ist, ob es nicht besser wäre, sich mal über den Mittelweg Gedanken zu machen und da vielleicht offener zu werden. In Afrika gibt es ein Zahlungssystem, das heißt M-Pesa. Das gehört inzwischen zu Vodafone. Und in China gibt es ein Zahlungssystem, das heißt Alipay. Das gehört zu Alibaba.
Beide haben etwas geschafft, und zwar in Ländern, in denen es gar nicht so dieses Ökosystem der Banken gab. Es gab also in beiden Ländern, oder ich sag mal, in Kenia hat das angefangen, in Afrika keinen regulierten Zahlungsverkehr, und die Leute haben keine Bankkonten gehabt. Also für die war es ja gar nicht so einfach, sich Geld zu schicken. Die Leute hatten aber Mobiltelefone in Afrika. Mehr Mobiltelefone als Banken und Bankkonten. Und so wurde quasi das ganze mobile Bezahlen eigentlich in Afrika, hat sich das, wir sind jetzt 10 Jahre alt geworden, M-Pesa. Und es verbreitet sich dort sehr, sehr stark, und es wird dort sehr stark angenommen. Und es ist ja sicher, und die Leute lieben das. Das heißt, die Leute zahlen von ihrem Mobiltelefon zum Mobiltelefon oder können sich auch Geld abholen im Kiosk zum Beispiel. Das ist genial, aber in Deutschland natürlich eigentlich gar nicht so möglich, weil in unserem Ökosystem ja schon so viel reguliert ist, was Sache der Banken ist, wer was machen darf und so weiter. Deshalb würden die Dinge, die kann man nicht einfach nehmen und nach Deutschland transportieren. In China ist ja Ähnliches passiert, wenn man sich anguckt. Ich meine, Alibaba war ja der erste Marktplatz in China. Hier in Deutschland war ja schon alles reguliert. Es war ja genau reguliert, wie die Waren, wie der Handel einfach funktioniert. In China war ja alles kreuz und quer. Und dann kam Alibaba und hat gesagt, so, ich mache jetzt eine Plattform, und da wird der Handel. Und so ist der Internethandel auf einer Plattform entstanden, der sofort online war. Es gab nicht die Stufe dazwischen. Bei uns musste ja alles erstmal von dem Alten ins Neue transferiert werden. In China, mutmaße ich jetzt mal zu sagen, gab es ja gar nichts, und man hat gleich mit dem Neuen angefangen. Und auf das Neue konnte man natürlich auch ein Zahlungsökosystem setzen, das jetzt heute alles macht. Und es ist inzwischen schon, ich glaube, dreimal so groß wie PayPal. Also was da entsteht, was da für eine Marktmacht entsteht. Milliarden von Transaktionen, 80%, glaube ich, aller mobilen Zahlungen werden von Alibaba in China abgewickelt, 60% aller Internetzahlungen. Und das ist im Prinzip ein ganzer großer Kreislauf, eine ganze große Plattform, die jetzt alles reguliert, sowohl den Handel, man bucht dort seine Kinotickets, man bucht seine Mietwagen, man bucht seine Flüge, man kauft seine Waren ein und man schickt sich Geld. Wenn ich mit den Freunden ins Restaurant gehe, teile ich mir die Restaurantrechnung. Das läuft alles über diesen einen Kreislauf. Und das ist eben so ein bisschen, da fragt man sich schon, wie geht das eigentlich in der Zukunft weiter? Und die brauchen dort keine Bank mehr. Also das ist einfach, das ist ein Ökosystem außerhalb von einer Bank, was in China entstanden ist. Und natürlich durch die Größe, durch diese Marktmacht, finde ich das schon sehr bemerkenswert. Und wir sind halt hier in Deutschland immer so in so einem kleinen Raum. Und ich glaube manchmal, dass wir uns zu sehr verschließen und sagen, wir wollen, dass es so ist, wie es ist. Ich weiß aber nicht, ob das in 10, 15 Jahren noch der Fall ist. Die ganze Welt ändert sich im Moment. Und ich glaube einfach, wir müssen schon mal mehr darauf achten, wie können wir vielleicht auch mal Dinge aus diesen Ländern irgendwie uns angucken, um uns da zu öffnen. Wir hatten gestern Abend, hatte ich ein sehr nettes Gespräch mit einer Frauenrunde, wo wir darüber diskutiert haben, warum werden eigentlich so viele Startups von Menschen gegründet, wo es nur darum geht, den Exit zu machen. Und das ist auch was, was ich ehrlich gesagt gar nicht mag. Also es ging mir, oder es ging uns auch gar nicht so um dieses Exit-Thema, sondern es war immer so wir wollten eigentlich ein Produkt schaffen, an dem wir Spaß haben und einen Arbeitsplatz haben, der uns richtig Freude macht, ja, und das vielleicht auch anderen weitergeben. Das war immer so der Grundgedanke, gar nicht zu sagen, ich will da jetzt sofort raus und verkaufen, weil was soll ich denn dann machen? Ich will doch irgendwie meine Zeit sinnvoll verbringen mit dem, was mir Spaß macht. Und gut, wir haben nun mal, es gibt ja, manche fragen sich auch, kann einem denn sowas Spaß machen? Payment, doch, das kann einem Spaß machen, wenn man da Freude dran entwickelt an so einem speziellen Thema. Und man möchte einfach gerne da einen Beruf haben, den man toll findet. Und ich glaube, es ist auch schön, wenn man dann sieht, man hat Mitarbeiter, die kommen hier echt gerne hin. Also, das finde ich echt was Tolles. Die hat letztens einen Mitarbeiter, da stand der da, das war irgendwo so zwischen Weihnachten und Neujahr. Da habe ich gemeint, du hast doch Urlaub. Meinte, oh, weißt du, ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr auf Urlaub. Ich habe heute gesagt, ich komme ins Büro. Ich sagte, okay, das ist das schönste Kompliment, was du uns machen kannst. Ja. Das ist so, aber ich glaube schon, es ist so dieses Start-up-Ding, wie jetzt ein Oliver Samba mit dem Blut. Da gab es ja irgendwie mal so Mails, irgendwie, ich habe das jetzt leider nicht mehr parat. Ich bin der aggressivste Mann des Internets und dass viele so sein wollen. Also, das finde ich so. Und ich glaube auch, es gibt viele, die wollen sein wie Oliver Samba. Also, das will ich nicht.